Hallo, heute melde ich mich mal aus Usingen. Usingen ist eine der 13 Städte aus dem Hochtaunuskreis und eine der 6 aus meinem Wahlkreis. Hier treffe ich mich heute mit Birgit Hahn, der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden, und wir wollen über die Nordostumgehung sprechen. Also wenn man hier so schaut, sind das ja ziemliche Blechlawinen, die sich hier durch den Ort schieben. Und das ist natürlich auch wenig einladend, wenn man hier einkaufen möchte oder mal beim Schloss Café Keith einen Kaffee trinken. Woran liegt das denn, dass hier so wahnsinnig viel Verkehr mitten durch Usingen läuft? Wir haben hier 2 Bundesstraßen, die von Nord nach Süd, von Ost nach West durchgehen und umgekehrt und den gesamten Ortskern durchqueren. Das belastet natürlich gewaltig. Und die Landesstraße. Und dann haben wir noch die Landesstraße. Viel Verkehr, wie wir gerade gesehen haben. Sag mal, stimmt das? Die Nordostumgehung, die ersten Planungen für eine Umgehungsstraße gab es vor 100 Jahren. Das stimmt, vor 100 Jahren. In den 20er Jahren, es lässt sich nicht mehr genau herausfinden, wann genau der Ursprung war. Ende der 70er Jahre ist es ja dann, glaube ich, erstmals ernsthaft geworden. Ich habe mir die Historie ja nochmal angeschaut und dann hat aber wohl die CDU kalte Füße bekommen, weil natürlich auch einige Landwirte und auch Einzelhändler dagegen gewesen sind. Und insgesamt wurden ja, glaube ich, 12 Varianten überprüft. Und die jetzige Variante, seit wann ist die denn eigentlich entschieden worden? Diese jetzige Variante ist schon sehr lange im Gespräch. Es gab diese, wohl, wie du sagst, 12 Varianten mit Heisterbach-Spangel, Verbindung Neuansbach und so weiter und weitere Möglichkeiten. Die sind aber alle ad acta gelegt worden, weil sie nicht den Verkehrsfluss abnehmen können wie die jetzige Variante. Und die SPD, die war ja wirklich die Partei, die von Anfang an und die ganze Zeit sich auch für eine Umgehungsstraße eingesetzt hat. Ja, die Nordumgehung war ja schon baufertig, mit der passgenau, mit der Wehrheimer Umgehung, die dann ja gebaut wurde. Ja, und 2016 kam ich ja sogar, damals noch als Parlamentsneuling, etwas ins Spiel. Damals hat die SPD ja einen Hinweis gesteckt bekommen und ich habe dann in der Fragestunde des Hessischen Landtags eine Frage an den Wirtschaftsminister gestellt. Und dabei kam raus, dass durch einen Bürofehler die Nordostumgehung nicht an den neuen Bundesverkehrswegeplan weitervermittelt wurde. Also sie stand nicht drin. Und das konnte aber dann zum Glück korrigiert werden. Und seitdem geht's voran. Birgit, wie sind denn jetzt die weiteren Schritte? Wir haben jetzt in der Planung die Offenlage gehabt. Mhm. Das heißt, es gab mehrere Offenlagen. Und aus diesen Offenlagen sind ungefähr 250 Meldungen gekommen, Einwendungen gekommen. Die werden jetzt bis Frühjahr 2022 geprüft und abgearbeitet. Und wir hoffen, dass es dann gerichtsfest ist, weil wir haben natürlich eine rührige Bürgerinitiative, damit es überhaupt gar nicht erst zu einem Gerichtsverfahren kommt. Mhm. Und dann kann das Baurecht erstellt werden, dann kann der Planfeststellungsbeschluss kommen und dann hoffen wir, dass es glatt geht. Planfeststellungsbeschluss, also bis 2023, habe ich gelesen. So ist die Planung. Das hoffen wir, dass das auch eingehalten werden kann. Und dann kann gebaut werden. Und wie lange soll das noch mal dauern? Ja, es wird mit 3 bis 4 Jahren gerechnet. Okay, das heißt 2026, 2027 könnten wir tatsächlich dann irgendwann mal das Band durchschneiden. Genau, das Band durchschneiden.